Gut, dann legen wir los in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Ball- und Blutsportler da draußen, hier zurück zu Blood Bowl 2. Jetzt haben wir ein weiteres Spiel, nämlich hier gegen The Line. Grüß dich. Hallihallo. Genau, und The Line ist jetzt hier derjenige, der die stechenden Wiedergänger spielt. Eine Nekromantentruppe, vor der ich jetzt schon ziemlich viel Respekt habe, denn meine Zuschauer wissen, Nekromanten sind gut. Das Gemeine ist so ein bisschen, deine Mannschaft ist noch richtig gut entwickelt in der zweiten Saison und ich komme hier mit einer unterbesetzten, frischen Nekromantenmannschaft an. Oh ja. Da kann man nichts, da kann man nicht immer was dagegen machen, ne? So. Kurz noch für deine Leute, mir ist in meinem ersten Spiel, was ich überhaupt mit der Mannschaft gemacht habe, erstmal ein Zombie gestorben, sonst ist nichts passiert bei mir. Achso, und der hat auch noch den MVP bekommen am Ende des Matches. Das ist natürlich ungünstig, kann man nicht anders sagen. So. Ich habe einen Haufen Geld. Aber wenn ich jetzt Geld ausgebe, bekommst du noch mehr. Nee, ich glaube, ich behalte meine Kohle einfach. Was? Ich mit meinen 410.000 hier? Ich kriege auf jeden Fall einen Reisenden. Damit mein Teamwert auf 1.000 steigt. Ja, ja, das ist aber leider nur ein Zombie, ne? Die können ja, halt nicht so viel aus. Aber der ist mir ja auch gestorben, also von daher. Okay, du hast noch einen Blutweiser, Babe. Wilhelm Chaney, oh nein, ich hasse. Ja, du hast mir doch gesagt, du magst keine Werwölfe, dann nehme ich doch mal einen Werwolf-Starspieler. Oh, ich hasse den Typen, der ist so schlimm. Ja, die Zwerge sind jetzt nicht so verletzlich, aber gegen Clown ist natürlich ein bisschen bitter. Das ist richtig. Na gut, wenn ich es richtig mache, dann kann das auch für dich fatal werden. Ja, mal sehen. Weil die haben ja rasend, ne? Die müssen nachsetzen. Ja, das mir bewusst ist, so ein bisschen, ich muss aufpassen, dass ich nicht mit dem zweiten Angriff plötzlich in den Haufen von deinen Leuten stehe. Richtig, und ich habe ja auch eine ganze Menge an Unterstützen. Deswegen, wenn ich das richtig mache, dann haben wir das Level-Problem bald aus der Welt geschafft. Ich hoffe nicht. Der sieht ja schon ein bisschen pimpig aus, ey, der William Chaney. Ja, der ist besser als der durchschnittliche Werwolf. Der hat, ich weiß gerade eben gar nicht mehr, was der hat. Ich glaube, der hat Stärke 4, das macht ihn schon mal besser als die anderen. Ich weiß gar nicht, hat der Block oder hat der Ringen? Nee, Block glaube ich nicht, Ringen, wenn dann. Dann hat der Ringen, genau, da war nämlich irgendwas. Das hat ihn so halbnützlich gemacht. Ja, das ist zumindest kein Turnover dann, ne? Ja, das ist richtig. Ja, okay, du räumst dir dann den Weg frei. Okay, ich glaube, ich mache das tatsächlich so. Gegen deine Mannschaft ist es, glaube ich, für mich besser, in der Offensive zu sein, wenn ich anfange. Damit deine Werwölfe hier nicht gleich so hart zulangen. So, der hat hier. Ja, der hat Ringen tatsächlich. Und er hat. Was ist das? Juggernaut, ne? Ne, Regeneration. Regeneration haben die fast alle, außer meine Zombies. Ne, meine Zombies haben es, Entschuldigung, alle außer meine Ghule. Meine Ghule haben nicht Regeneration. Und die haben deine Fleischgolems haben Thick Skull. Genau. Wobei, ne, ich habe mich gestern drüber unterhalten, dass das dann schwierig ist, die K.O. zu schlagen. Was ist passiert, als der erste Rüstungsbruch gegen so einen Typ durchkam? Der war K.O. Was soll ich bei meinen Zwergen sagen, ne? Also meine Zwerge haben die ganze erste Saison eigentlich quasi gefühlt nur Spieler durchgewechselt. Also so Rüstung 9, wo bist du? Ja. Hat mich so ein bisschen an die Writing Bull Liga damals erinnert, als ich meine Waldelfen in Fettsuits gespielt habe. Orks, die so empfindlich waren wie Waldelfen. Teilweise haben sie aber auch die Eleganz von Waldelfen versucht zu kopieren. Mit Betonung auf versucht. Das waren so Dinge, die echt ungünstig waren. Sollen wir die auch schon ein bisschen weiter rauszoomen hier? Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Tja, gute Frage, nächste Frage. Ich habe irgendwie eine unangenehme Anzahl. Moment, ich habe ja noch einen sitzen. Warum habe ich den? Hä? Achso, ich habe einen Starspieler gekauft, deswegen habe ich einen mehr. Ja, du hast einen mehr. Moment, aber das ist der Einzelgänger-Zombie. Ja, den will ich ja sowieso nicht benutzen. Dann ist ja egal. Ja, also, der ist ja einfach nur ein Nachteil. Zombies sage ich jetzt mal, ich würde eher den Einzelgänger aufs Feld stellen, wenn ich aufs Maul bekomme, als einen regulären auf dem Feld zu haben. Ja, ich gehe immer noch davon aus, die Zombies eigentlich überleben. Das ist eigentlich meine Herangehensweise. Ja, das Schlimme ist ja, dass man diese komischen Verfluchten ja leider in der Regel nicht getötet bekommt. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ja, das ist ja so ein bisschen der Sinn von den ganzen Zombies. Und gut, muss ich vielleicht ein bisschen geschützt hinstellen. So, gucken wir mal, ob das was wird.
Okay. Hoffe ich, denke ich so. Ja. Ich finde es interessant, dass du deine Leute so aufstellst. Das bietet mir ja geradezu mannigfaltige Möglichkeiten, jetzt Bösartigkeiten walten zu lassen. Ja, aber das mehr oder weniger ist ja das auch mein Ziel, so ein bisschen eigentlich mich zu prügeln. Von daher, es könnte eine ziemliche Prügelei in der Mitte ausarten. Aber das ist wahr. Du hast natürlich den Vorteil mit deinen gelevelten Optionen. Aber mal sehen, wie weit ich damit durchkomme. Das ist wohl wahr, so. Ich muss mir bei dir ja auch keine Gedanken darüber machen, dass die irgendwie schnell wären. Ja, die Werwölfe und die Ghule können schon ein Stück laufen. Die Werwölfe sind die weitesten Läufer, ne? Nicht die Ghule. Die Werwölfe, ja. Ja, du, also wie gesagt, Werwölfe sind da gar nicht so schlecht. Der Punkt ist bloß eher, dass die Werwölfe halt normalerweise dann eigentlich dafür brauchst, um den Weg freizuräumen. Aber auch bei mir war das immer so das Thema Touchdown. Kann auch mal ein Werwolf machen. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob die hier alle so richtig stehen, wie sie stehen sollen. Nein, du stehst falsch, du sollst dahin stehen. Okay, dann möge... Na, wobei, ich gehe eher sogar noch dahin. Möge das Ei fliegen! Du hast überraschend viele Leute in die Linie gestellt. Das ist mir gut. Ja, vielleicht war das nicht die beste Option. Mal sehen. Die Regel ist normalerweise eigentlich immer, die ich gelernt habe, maximal 3 Leute. Wetterwechselfreundlich! Oh, Praxisblattbewetter, okay. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Mit Verprügeln. Und der legt sich dann gleich schon mal hin. Und bleibt auch erstmal schon mal liegen. Läuft der mit Thick Skull. Dann zimmern wir den da drüben hin. Der ist schon mal raus. Das geht ja richtig gut los hier bei mir. Ja, Tatsache, das geht hier richtig los. Hätte vielleicht doch ein zweites Budweiser Babe kaufen sollen, nicht nur eins. Okay, dann machen wir das jetzt hier so und folgen hier ebenfalls. Dann fangen wir es mal von der anderen Seite aus. Dodge bitte. Das wäre eine super Idee. Naja, ich habe auch schon gedodged mit solchen Typen, aber das muss jetzt nicht. Okay, halten wir fest. Wir haben hier mehr Probleme, als ich lustig finde. Standfest haben die beiden großen Adder. Das ist zwar. Ach, come on, ey. Jetzt, langsam aber sicher wird's ätzend. Die Zweifel meinen, sind schon raus, ja? Endlich fällt er um. Du bleibst hier stehen. So, jetzt muss ich den da machen. Ja. Der mit. Das war wichtig, das war gut. Ja, wenn er sonst nicht umfällt, ist ja Quatsch. Das ist auch wahr. Jetzt kommen diese hässlichen Dinge im Leben. Entscheidungen und Fragen, die man sich gar nicht stellen will. Okay. Ja, das Problem ist, das ist alles ein Einwürfelblock. Das hier könnte klappen, könnte aber auch zur dümmsten Entscheidung meines Lebens führen. Deswegen heben wir jetzt einfach mal das Ei auf. Und der Reroll ist mein Freund. Oh, so, sehr, sehr gut. Dann bleiben wir doch glatt mal hier. Ne, wir bleiben hier. Genau. Jetzt lauf doch ein bisschen. Ich habe gehört, der Zwerg ist ein richtig guter Läufer inzwischen geworden. Meiner ist ein guter Läufer. Ja, deswegen. Nee, also. Das passiert genau das, was ich nicht wollte. Sehr gut. Das finde ich eine gute Option. Ich hab's geahnt. Ah, das freut mich dann doch ein bisschen. So. Naja, was soll's. Es liegen beide Slayer am Boden rum. Das faulste Pack, was ich habe. Jetzt stellen wir dich erstmal wieder hier rein. Boah. Das ist natürlich bitter. Übrigens, der gute Ben Lein hat auch einen YouTube-Kanal, den könnt ihr euch mal anschauen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dahin. Ach, ich werde natürlich auch dich verlinken. Das stimmt, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Wobei, das haben wir direkt davor besprochen, ne, und ja, haben gar nicht gemacht. Dann komplett vergessen. Versuchen wir doch auch mal hier ein bisschen. Von hinten rechts hat er einen toten Winkel, das finde ich gar nicht gut. Was? Ach, come on! Ach, come on! Oh,
Frechheit einfach. Ah, diabolisch lachen. Für Anfänger. Frechheit. Halten wir dich nochmal fest. Ich glaube, hier wird es dann genau wegen dem Unterstützen immer ein bisschen blöd. Muss ich dich hier mit reinnehmen? Könnte das zumindest beim ersten wohl klappen. Oh, sehr gut. Direkt ein Knockdown. Direkt ein Knockdown ist schon mal ganz gut. Nichts Schlimmes passiert. Ach, Dammit, ich komme aber auch nirgendwo hin so richtig. Das war ja auch irgendwie Teil des Plans. Dann müssen wir das ja nochmal anders machen. Dann muss der aber zumindest mal unterstützen hier. Das ist zum Glück nur eine Schiebung. Schiebung! Dann würde ich sagen, machen wir das so. Habe ich noch irgendwann vergessen? Nee. Ich habe sonst manchmal die Angewohnheit, ich setze so einen schön weit hinten in meinen Raum rein zur Absicherung und vergesse den das ganze Spiel. Das kann durchaus passieren. So, warte mal, jetzt gucken wir mal, ob wir den da hier mal operativ entfernen. Nee, lass den mal da stehen. Das finde ich gut. Und folgen. Boom. Lass den doch mal da stehen, Mensch. Dann stellen wir ihn mal auf, weil ihm sonst langweilig wird. Will ich jetzt diese Aktion da machen? Auf jeden Fall. Wenn du dich das fragst, immer machen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal das da. Ach, jawohl. Ach, dammit. Und folgen. Ausweichen funktioniert dagegen deine ganzen Dinger auch nicht. Hat zwar fast keinen. Mal auf. Ja, jetzt wird wieder mein. Ich mal umzuhauen. Ach, das Leben ist schön. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Och nö. Lass mal mein Ghoul stehen, ja? Der hat ja gar nichts getan. Der steht da nur. Ja. Ich habe noch gar nicht angefangen, Dinge zu tun. Der hat nur 7 Rüstung. Lass den! Dann machen wir jetzt das da. Jawohl! Wo will ich den jetzt eigentlich hin? Ich glaube, ich will den da und dann das da ist okay. Hin. Ach nee, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Gut. Dann geht er jetzt dahin. Nee, eigentlich stelle ich ihn dahin. Hey, ich habe ein Feld gemacht. Bin begeistert. Ein Feld pro Zug klingt nach Zwergenfortschritt. Weg mit ihm. Und was mache ich mit dem Typen da? Das ist eine verdammt gute Frage. Eigentlich will ich nicht, dass du da freiwillig bewegen kannst. Dum, 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 dum. So. Okay. Hab keinen Sarg vergessen. Du bist dran. Okay. Erstmal den aufstehen. Und den aufstehen. Dafür sind die da. Dafür sind genau. Die sind, gut, ne? Die sind zum Aufstehen da. Punkt. That's the point. Ja, dann natürlich unterstützen. Puh. Hier in der Mitte wird, glaube ich, nicht viel passieren. Das ist genau der Plan gewesen. Einer in der Mitte hat ein bisschen, aber... Puh. Wenn ich mit dem irgendwo dazu... Wir dürfen alle nicht unterstützen, weil die in unterschiedlichen Tackle-Zone sind. Ich den dort angehen würde. Hä? Moment mal. Achso, weil der 4 Stärke hat, wa? Könnte ich den angehen. Aber wenn ich Rasen mache, wird's blöd. Also auf jeden Fall würde ich den da aufstehen lassen. Könnte auf jeden Fall dann zum Rasen führen für ihn, ne? Also den auch aufstehen lassen. Das ist der einzige 2-Dice-Block, den ich habe. Mit einem Ausweichen. Mit einem Ausweichen. Der einzige 2-Dice-Block. Puh. Naja, Zombies waren ja auch jetzt nicht so viel schneller als Zwerge, ne? Nee, nicht wirklich. Sie gehören nicht gerade in die Riege der Spitzensportler, wenn es ums Laufen geht. Probieren wir es mal. Naja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und der hat Loner. Ich probiere es trotzdem. Hilft aber nicht. Hat zwar noch funktioniert, aber das hilft nicht. Tatsächlich hätte ich das nicht gemacht. Ja, das wurde mir gestern auch schon gesagt, tatsächlich. Aber das ist, ich versuche das trotzdem. Es ist halt... Ich halte dich nicht auf. Langsam muss ich aufs Risiko gehen. Sonst
knüppelst du mir, glaube ich, einfach mein Mittelfeld kaputt. Ich knüppel dir auch so das Mittelfeld kaputt, wenn ich darf. Ja, aber ich will ja nicht. Also ich wollte ja auch versuchen, ein bisschen gegenzuknüppeln, aber das klappt irgendwie nicht. Okay, wir machen das jetzt erstmal so. Der muss erstmal weg. Das ist gut. Ach. Der bleibt auch erstmal liegen. Sebastian, schnell. Komm wieder auf die Beine. Mein Namensvater gerade umgehauen. Ja, und auf jeden Fall ist Sigi Stahlblick hier nicht wegschieben können. Der hat zu stahlblickig geguckt, glaube ich. Das geht mir jetzt voll auf die Nerven, dass der Typ noch steht. Okay, was machen wir denn jetzt hier nu? Das sind alles so unerfreuliche Momente im Leben. Ich denke, dass das hier wahrscheinlich der beste Plan ist, weil der ist so schön empfindlich. Genau, Tackle. Nee. Tritt ihn einfach. Nee. Doch. Nee. Ach, jawoll. Zum Glück steht er noch. Räumen wir jetzt den da noch aus dem Wege. So, da, da. Och, nee. Ach, nur genehmt. Ich wollte schon sagen. Der hat Freude am Boden, ich sag's dir. Dann müssen wir noch. Ja, im Grunde muss der ja auch weg. Aber ich habe auch noch gar nicht geblitzt. Ja, du musst auch nicht blitzen. Also ich finde es vollkommen okay, wenn du dich langsam bewegst. Ich meine, Zwerge sind auch nicht bekannt für Blitz oder so. Sonderwünsche, sage ich dazu nur, ne? Sonderwünsche. Assoziierst du Zwerge mit Blitzen? Also ich nicht. Mit Hämmern. Das ist ja alles so schrecklich und schlimm und... Ich bin überhaupt nicht begeistert von der Gesamtsituation. Du bist doch gleich durch bei mir. Was beschwerst denn du dich noch? Ich beschwere mich immer. Daran muss man sich gewöhnen. Du hast gleich die Mitte zur Seite geräumt und beschwerst dich noch darüber. So. Boom. Das war schon mal wichtig. Jetzt können wir ganz dumme Sachen machen. Mit dem Ballträger. Mit dem Ballträger und Werwolfblitzen. Ja, aber das funktioniert. Ja, zum Glück hast du Block, ey. Ach, come on. Ausgezeichnet. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Verpasst das nächste Match, ey. Hat regeneriert. Wenigstens das. Ja, ja. Das habe ich sofort gesehen, weil das rote Plus nicht kam. Ah, das ist schon direkt vorher ausgewürfelt. Das habe ich nicht gesehen. Naja, ich habe Erfahrung drin. Wie gesagt, ich habe die schon mal gespielt. Aber du kriegst trotzdem Punkte, oder? Für die Verletzung. Oder nicht? Ja, die genau. Krieg ich. Okay. So, der liegt jetzt auch erstmal so ein bisschen rum. Lass den mal stehen. Jetzt kommt der große. Chris Kiefer darfst du jetzt stehen lassen. Der große Moment, wo man sich fragen muss: Lohnt sich das? Ja. Ach, ernsthaft. Die Einblockwürfel. Ach du glaubst nicht, wie arg mir diese Einblockwürfel schon das Leben zur Hölle gemacht haben. Oh yeah. Also. Aktuell sagt Nuffel eher so, Zwerge sind meine Lieblingsmannschaft. Ist auch gar nicht so falsch. Also, ich habe jetzt alle von deinen Leuten erstmal hingelegt. Ja, eben. Alle. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Übung für die Knie jetzt, ne? Halt wirklich alle. Ach, sei froh, es könnte auch ein Pitch Clean sein. Drei davon. Ah, nee. Ich habe selber schon Pitch-Cleans erlebt und schon angerichtet. Also, das ist dann immer der Moment, wo das Spiel anfängt, sehr schnell zu gehen. Das Problem ist, der nicht, aber der hat Tackle. Da kann ich meinen Ausweich nicht benutzen. Dammit. Je nach will ich den eigentlich nicht dafür benutzen. Und du hast auch keinen Reroll mehr. Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem da dran. Das ist so ein bisschen mein Problem. Probieren wir halt jetzt mal einen Dice Blitz. Oh no! Du haust den armen Hut um. Hat nur nicht so viel gebracht. Du bist aber auch ein kontaktfreudiger Typ. Ja, irgendwo muss ich ja. Aber mehr ist, das wird's halt die Runde nicht, euch alle umgenommen wurden, ey. Das kann man so sehen.
Wie machen wir das? Also ich glaube, ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass dieser Zombie hier nochmal ein bisschen Spaß im Leben hat. Edmund Mortem, der muss da so bleiben. Das ist der Einzelgänger, der angeworben hat. Das ist der Hauswechselspieler. Lol. Der regeneriert aber auch, du. Joa. 50-50, wa? Das ist richtig. Ich stehe nur die ganze Zeit Leute an der Seite, ey. Okay, jetzt gucken wir mal. Ach, das ist ja alles hier so eine hässliche Einwürfelblock-Scheiße. Entschuldigung. Was? Ja, das finde ich einfach nicht erbaulich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein paar weniger Leute inzwischen auf dem Feld als du. Ach, das kommt dir nur so vor. Ja, dann. Das fand ich jetzt ganz gut. Ja, muss ich mal meine Taktik hier ein bisschen ändern. Vielleicht klappt es irgendwann nochmal. So kommt er zumindest einen Schritt zurück. Und jetzt gehen wir dann mal hinter rein. War ein Schritt näher Richtung Ballhalter, ja, also. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Der Moment, wenn man realisiert, dass gewisse Dinge nicht so gut sind. Will ich da hoch? Nein. Ich muss jetzt eigentlich dafür sorgen, dass da drüben auch mal ein bisschen mehr Spaß. Nein. Die bleiben da einfach schön stehen, gucken sich an, spielen ein bisschen Karten. So. Fallen nicht um. Doch, doch, der legt sich hin. Der mag Gras. Siehst du? Das ist aber Chris Kiefer. Kiefern stehen. Ja, das wurde wohl eine Kiefer gelegt. Hast du hier einen Holzfäller dabei? Nein, oder? Holzfäller? Ich kann Ihnen nicht folgen. Jetzt guck ich mal. Ich sehe doch den Laufweg schon. Das wird aber irgendwie nur so halbgeil funktionieren. Sind wir mal ehrlich. Das ist alles so wenig befriedigend. Oh, dass unerschrocken auch immer durchgeht, ey. Nee, das geht nicht immer durch. Ich weiß, 83%, also du würfelst keine 1. Genau. Aber ist das nicht auch eigentlich 50-50 oder sowas? Nee. Das wird direkt danach gewürfelt, wie du, ja. Also wie deine Dingens halt letzten Endes sind. Also wie die Stärke wird verglichen und dann ist es halt einfach, glaube ich, ein Wurf auf die 2+ oder so für mich gerade eben. Ja, das ist eine 2+ für dich. Also nur ein, was mal ein Unterschied an Stärke ist, okay. Ja, ich habe Stand für, unerschrocken noch nie gehabt, so richtig, deswegen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da hingehen. Und dann sind wir de facto schon durch. De facto. Ich hätte vielleicht doch die Taktik ändern sollen. So. Ich hätte vielleicht doch die Taktik ändern sollen. Ich stelle voller Entsetzen fest, mein Kaffee ist leer. Das klingt jetzt kannst du noch bergab gehen. Klingt jetzt nicht so entsetzt, wie man das vermuten würde. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ich nehme das mit Fassung auf, weißt du. Ich will dich in Sicherheit wiegen. Mhm. Ja, ich glaube, das wird ihm nicht gefallen, dem guten Raker. Okay. Haben wir zumindest noch einen Ticken erreicht. Minimum. Ja, das klappt nicht so gut. Ja. Ich finde es gut, dass du mir die Spieler freiräumst, damit ich sie bewegen kann. Ja, vielleicht fehlt mir noch ein bisschen Taktikverständnis. Ich will ja eigentlich meine Spieler auch mal frei haben, um wieder zum Ball zu gehen. Das ist so ein bisschen meine Gedanke dahinter. Aber ich komme, glaube ich, nicht dazu, dass die jemals frei haben werde, um zum Ball zu gehen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, gerade eben eher eine schwierige Angelegenheit für dich. Also das war zumindest die Idee dahinter. Da muss ich nochmal
jemanden hinstellen, um das hier ein bisschen zu optimieren. Ach so, gegen den Ghoul. Ja, ich wollte gerade sagen, du willst doch nicht noch einen vierten Mann an Chris Kiefer stellen. Nee, das ist unnötig. Das war natürlich jetzt nicht das, was ich wollte. Die Holzfällerbande ist doch schon groß genug. Bleiben. Okay, das sind jetzt mehr Probleme, als mir lieb sind. Nur mehr Versuche, als du gern gehabt hättest, ja. Versuchen wir mal, die zu legen. Das klappt auch. Okay. Der liegt auch nur noch. So, jetzt gehst du dahin. Du kannst den ja leider nicht umnatzen. Ja, doch, kann er schon. Also hätte er gekonnt. Na gut, dann müssen wir halt. Muss ich halt das doch tun. Ach, jetzt lass doch mal den armen Kevin Krumm da. Ja, ich will ja ihm nur deinen Namen alle Ehre machen, weißt du? Der ist doch schon krumm genug. Guck mal seinen Rücken an, ey. Okay, jetzt haben wir. Ich bleibe dabei, das Problem ist existent. Und frappierend. Du hast noch einen Blitz. Ja und? Ich sehe da gar kein Problem bei dir. Muss ich den benutzen? Ich bin generell dagegen, dass Blitze nicht mehr benutzt werden. Also von dir. Ich bleib dabei, dass das alles eher uncool ist. Ja, immerhin kann ich ihn umhauen. Ich will sogar, dass er jetzt hier liegen bleibt. Ich hätte ihn wahrscheinlich sowieso dort liegen lassen. Und der blitzt. Das hätte ich nicht gedacht. Yep. Ach, come on. Oh, der ist, glaube ich, sogar wirklich verletzt. Ja. Ah, verpasst das nächste Match. Nee, ich will nicht Igor benutzen dafür. Ja, das macht ja auch Quatsch. Wäre ja auch Quatsch. So, ja, weil ich, wie gesagt, ich muss ja irgendwie gucken, dass ich da jetzt hier genügend. Stimmt, Stärke, der hat ja 4 Stärke. Das habe ich ja komplett vergessen. Und jetzt muss ich das da machen. Ach, der wird. Ich weiß, dass es ein Risiko war, aber ich hätte einen Reroll benutzen können. Boom. So, okay. Ach, haben wir das Thema gelöst. Und darauf kommt es ja allein nicht an. Manchmal muss man einfach quasi mit der, wie ging das nochmal, mit der Faust von hinten durchs Auge oder so? Keine Ahnung. Das Kamel durchs Nadelöhr pressen, wie auch immer. Oder einen Zwerg einfach mal fragwürdig blitzen lassen. Ja, ein Zwerg einfach mal fragwürdig blitzen lassen ist so ein zweischneidiges Schwert. Weicht einfach mal der Verfluchte aus. Bisschen um frei zu laufen. Und ich hätte gerne noch einen Schritt weiter. Oh, das hätte ich nicht getraut ohne Reroll. Ja, ich. Entweder ist der Touchdown eh schon sicher für dich, oder ich muss Risiken eingehen. Das ist richtig, aber ich bei mir stellen sich da immer die Nackenhaare auf, wenn ich sowas sehe. Von daher habe ich nur diese Option. Ach, dammit. Never mind, denn. Da legst du nieder, ne? Ja. Wie weit können die laufen? Ja. Moment. Weiß ich nicht, aber ich sperre ihn jetzt hier erstmal ein. Er kommt schon bis zum. Ah, ne. Um ein Feld musst du einen Go for it machen. Für einen Touchdown. Ja, die Frage ist aber, ob ich das jetzt schon tun will. Ich glaube nämlich nicht. Was? Ich habe doch im Prinzip niemanden draußen stehen, der irgendwie einspringen könnte. Ja, aber du hast den einen Typen da. Aber den behalte ich ja. Der wird nicht vom Feld gestellt. Quite right. Probieren wir erstmal den da.
Yes. Sigi, das haben wir anders ausgemacht. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben. Stehen bleiben war die Ansage, Sigi. Der kommt da nicht ran. Dann stellen wir dich dahin. Ach. Und dich dahin. Du musst ihn nicht zustellen. Doch, muss ich. Nein, nein. Der will nur spielen. Der muss ganz dringend weg. Du musst ihm nur ein Stöckchen werfen, dann ist er zufrieden. Oder ein Bällchen am besten kannst du ihm zuwerfen. Das holt er dann. Und bringt's auf deine Seite. Oh. War nur K.O. Sehr gut. Also, gelebt, nicht K.O. Gut. Dann gehst du noch dahin. Könnt ihr noch dahin stellen? Ja, das machen wir. Und dann gehst du noch dahin. Ach, jetzt langsam reicht's aber. Für maximalen Spaß. So, okay. Ich muss ja nur dafür sorgen, dass der Typ mir nicht im Weg rumsteht. Dann stellst du dich hier einfach mal nur so effizient in den Weg, wie du nur kannst. Und du unterstützt ihn bei diesem Tun. So, okay. Das ist ja echt gemein, dass ihr 9 Rüstungen habt. Wie soll man denn da jemanden K.O. schlagen? Och nö. Gut. Boom. Och nö. Das fand ich gut. Dann geht der jetzt noch dahin. Und dann sind die zwei jetzt hier erstmal so in einem Separé unterwegs. Ja, das find ich eigentlich ganz okay, weil dann mit der Stärke habe ich ein bisschen Vorteil, aber. Du läufst mal da unten dann nicht weiter, bitte. Das ist nicht so einfach. Jetzt bin ich gespannt, für wie viel crazy shit du bereit hast. Okay. Nee, gar kein crazy shit. Nee, ich mache hier keinen Ausweichen-Move mit dem. In 3 Tackle-Zonen hinein. Nee, in eine hinein und dann wird er raus. Es geht ja nur um da, wo man sich hinbewegt und nicht darum, wo man herkommt. Das ist richtig. Ich sage, in 3 Tackle-Zonen wäre das gewesen, ach, come wenn mein Ballträger das angreifen wollen. Das meinte ich damit. Sag mal, wie er die Hände vor mir zusammenklatscht, als ob ich eine Fliege wäre, die er wegbatschen will. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. So wie du vielleicht merkst, hat sich meine Taktik ein bisschen geändert. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu spät. Das ist mir aufgefallen. Bis dahin. Die große Frage ist die einzige, die ich mir gerade eben stelle. Wie arg will ich eigentlich den hier umhauen? Gar nicht. Gar nicht. Das ist halt jetzt wieder total menschlich enttäuschend, was jetzt hier passiert. Ne? Der nimmt jetzt hier wieder seinen Ring. Ja, natürlich. Da gibt es keinen Verletzungswurf. Richtig. Und das ist halt einfach etwas, was ich einfach nur schwer verurteile. Bevor mir da irgendwie eben noch eine Verletzung zugefügt wird, ich brauche den für das Spiel noch eine Weile. So, und bumm. Das finde ich jetzt nicht nett. Der hat dir gar nichts getan. Das sagst du. Der lag die ganze Zeit nur auf dem Boden. Tulsa Doom liegt in der Runde 1 auf dem Boden. Ja, der hat dir gar nichts getan. Ja, das sagst du. jetzt stellst du dich hier noch mit dazu. So. Dann stellst du dich. Guck mal, der kann. Theoretisch, ja, da muss ich mich jetzt halt hier mit dazu stellen, ja. So hin am besten. Ja, wobei, eigentlich wäre es so fast besser, weil ansonsten wäre das hier so ein klassischer 2-Würfel-Kack, auf den ich einfach keinen Bock habe. Dann probieren wir mal nochmal crazy shit. Ach, come on. Das ist irgendwie das dritte Mal.
ineinander, dass du das hinkriegst in dem Einwurf. Ey. Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt, kannst du mir glauben. Schweinerei. So, dann, wo wir gerade eben bei Crazy Shit sind. Also jetzt stellen wir ihn jetzt noch dahin, damit es für den noch sehr viel mehr Spaß macht, solche Einwürfelaktionen durchzuführen. Jawoll. Ich habe immer versucht, also ich habe ja viel gegen die KI gespielt und wenig Multiplayer. Ich habe immer versucht, wirklich fast nur zwei Würfelangriffe zu machen und... Jop. Du, das ist pures Glück. Ich habe da, also mit Zwergen mache ich das, weil Zwerge haben halt Block, ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass halt... Es hat nur ein Sechstel, dass es schief geht, ne? Währenddessen halt bei allen anderen, sobald du halt keinen Block hast, ist es halt de facto schon ein Drittel Chance, dass es schief geht. Das ist dann nicht mehr so cool. Ich könnte zum Ballträger kommen, theoretisch. Das ist durchaus möglich, ja. Aber vielleicht nicht als erstes. Okay. Jetzt hast du dir den Weg zugebaut. Stimmt, ich hätte nach unten schieben sollen. Das ist nicht genau so schlau gewesen. Aber ich wertschätze das. Ich mag kooperative Gegenspieler. Das ist nicht so schlau gewesen. They've got the advantage, but there is no sure thing in London. Oh, Schubs. Schubs mal ihn hinterher. Ja. Er scheint langsam aber sich mit ihm anzubandeln und Freundschaft zu schließen. Versuchen wir nochmal Crazy Shit hier. Oh, er kommt an! Ja, damit bin ich zumindest mal wieder am Ballträger dran. Nach ewigen Zeiten. Ja, wahrscheinlich nicht, aber besser als dich einfach dort stehen zu lassen und nichts passiert da unten. Das ist wohl richtig. Ja, jetzt habe ich hier ein ganz großes Problem. Ich mach das jetzt hier einfach. Bitte keine Doppel-Eins, bitte keine Doppel-Eins. Ah, Gott sei Dank. Und ja, tschüss. Ja. Ich hätte vielleicht doch hochgehen sollen, aber ich dachte mir so, wenn er einen Schritt nach vorne macht, ist das besser. Oh, der hatte nicht mal einen Rüstungsbrecher. Bin ja menschlich enttäuscht. Okay, nee, aber da gehe ich jetzt auch genau hin. Da wollte er nämlich hin ursprünglich. Das ist jetzt der vierte meiner Leute, der einfach im Ausstanden. Ach, das kann alles noch so viel schlimmer enden, wenn du da rausfliegst. Das stimmt. Mit so einem Rüstung 7 Typ. Der hat bis jetzt eigentlich noch ziemlich gut überstanden, sage ich jetzt mal. Dafür, dass er schon ein paar Mal eine gezimmert bekommen hat. Ja, ich sehe schon, deine Leute sind auf jeden Fall zäh. Ja, die kamen jetzt alle wieder zurück. Herzlich willkommen. Täglich grüßt der Zombie. Okay. Jetzt bin ich halt echt am Überlegen, was ich mache. Ich glaube, ich mache den Klassiker. Ich meine, in einen Runden Touchdown schaffe ich ja sowieso nicht. Nicht mit den Leuten, die ich habe. Meines Wissens. Ich habe einmal mit den. Also, ich habe insgesamt zweimal, glaube ich, einen One-Turner geschafft. Einmal mit Skaven, glaube ich, und einmal mit diesen Necros. Habe ich. Die Skaven haben auch eine Bewegungsreichweite von 9 auf ihren Läufern und ich habe hier nur 8 als höchstes. Ja, aber das geht trotzdem. Also es geht auch mit allem, die, glaube ich, Bewegung 7 haben, kann man das hinbekommen. Okay, muss ich mal kurz gucken, wie weit die laufen können. Ich muss ja von der Linie irgendwie erstmal bis dahin laufen können. Aber ich bewege mich eigentlich nur aus. Ja, ich sehe schon. Vorsicht daraus. Damit ich jetzt hier nicht unnötig Leute verliere. Ah, ich sehe aber gar nicht, wie weit meine Leute laufen können. Da muss ich 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, ich komme ja, wenn ich gerade durchlaufen würde, nicht mehr bis zum Touchdown. Also das geht nur mit Vorbereitung. Monturner. Ja, natürlich Vorbereitung. Aber ich meine jetzt nicht, es geht nicht aus dem Anstoß heraus. Nein, das nicht. Ja, die Skaven One-Turner sind die No-Brainer. Also, die darfst du nicht als Maßstab nehmen. Die sind ja, da musst du ja nicht viel dafür können, außer dass der Typ halt 10 Felder laufen kann. Ja. Aber er muss 10 Felder laufen können.
Ich rede ja davon, dass du die Leute dir so zurechtschiebst, dass daraus ein One-Turner wird. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Prügelei, würde ich sagen. Okay, du versuchst gar nicht, den Ball zu machen. Also, was will ich denn mit dem Ball? Pass werfen? Ach. Ach. Yay, Wiederholungswurf. Eine Runde. Der Ball könnte aber auch nicht weiter wegliegen, ne? Nee, also da hätte ich ihn eh nicht in Reichweite gestellt. So, du bist schon auf Kuschelkurs. So, Ixion, Buzzard-Feder und AT zeigt, wie tough ihr seid. Ja, wir stellen dich dann auch mal dahin. Stellen wir dich dahin. Da ist das gleich auf beiden Seiten. Fangen wir mal mit Mime an. Ach, come on. Das finde ich so geil. Schade, das dass ich du besser. Den Roll bekommen hast. Ja. Das. Da ist mein Rüstungsbrecher dabei. Ja, da war ein Stun dabei. Das war es aber dann auch schon. Aber das ist genau das, was ich halt auch damals immer erlebt hatte, ne? Hast du diesen blöden Wolf? Kommt, bows down, bows down. Wir bleiben. Die maximale Freude. Ach, come on! Wenn du den anderen Fleischgolem genommen hättest. Hab ja noch eine Chance. Okay, kannst du immer noch machen, genau, ja. Ein Ergebnis von 6. Naja. Ja, gut. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Dann sind wir fertig. An die anderen komme ich nicht ran. Das war Absicht, dass du da nicht ran kommst. Ja, ich weiß. Die erste Halbzeit lief bis jetzt noch sehr, sehr gediegen. Für mich glimpflich, für dich gediegen, ja. So ungefähr. Ja, ist gut regeneriert, sagen wir mal so. Das stimmt. Das stimmt. Okay, dann werde ich so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du kennst also die Werbung nicht so gut. Nee, ich guck fast keinen Fernseher. Also mit Werbung, Entschuldigung, da bin ich. Bist du mir komplett an der falschen Adresse. Gut, das wäre aber auch Werbung aus den 90ern gewesen. Das war damals die Werbung für Du darfst. Dann hätte man gesagt, du darfst. Ich glaube, da war ich vielleicht noch zu jung. Da habe ich zwar noch Fernsehen geschaut, aber da war ich, glaube ich, einfach noch zu jung. Damals war ich auch jung, aber das weiß ich noch. Ich war doch im einzahligen Bereich. Okay. Ja, ich auch. Also ich habe das im einstelligen und im zweistelligen Bereich. Die Werbung gab es halt in den 80ern und in den 90ern. Vielleicht sogar schon in den 2000er Jahren, bin mir nicht ganz sicher. Der Opa erzählt vom Krieg. Ja, so ungefähr. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen konzentriert, habe mir überlegt, wie ich das jetzt mache. Oh, du bekommst den Reroll. Also Shiri, das ist Stimmung. Ja, ich habe, glaube ich, schon einen Assistenzdreh oder sowas mir gekauft. Ich glaube, daran liegt das doch, oder nicht? Kann sein, aber ich hole mir normalerweise maximal nur einen. Ich glaube, ich habe auch nur einen. Sonst zu teuer werden. Habe ich zwei? Ich glaube, ich habe zwei. Versuchen wir mal hier. Jawohl. Da legt sich Ixion flach. Der ist einfach nur erschrocken, weil du die Hände vorhin zusammengebatscht hast. Dafür nimmst du echt einen Reroll? Ja, weil ich kein Turnover haben will. Okay. Außer hab ich ja gerade einen bekommen. Ja, kann man machen. Aber deswegen sollte man erst den Ball absichern. Mein Tipp an dich. Ja, ich überlege nur gerade, wie ich den absichere. Leute hinstellen. Ja. Aber bei Zwergen musst du eh nicht so die große Sorge haben. Wir sind von Natur aus jetzt nicht super schnell. Das stimmt. Wenn man jetzt uns sagen würde, ihr seid langsam, würden wir das als Beleidigung auffassen. Das ist auch wieder korrekt. Wir geben zu, es gibt schnellere Völker.
Aber langsam sind wir nicht. Genau. Nur weil es schnellere gibt, sind wir noch langsam, nicht langsam. Es gibt aber auch langsamere. Und keine Widerworte. Hoppidi-woppidi-wopp. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Fullkontakt hinbekommen, ne? Ja. Oh, hat sogar funktioniert. Ey, hast du das Ei. Ey, letztes, zumindest geht das heute besser. Das letzte Spiel ging gar nicht. Ich hatte nur Butterfinger, ständig weggerutscht. Butterfinger, das ist auch geil. Bei uns haben wir immer gesagt, weil sie hat das falsche Ballöl aufgetragen. Ja, das kommt natürlich so ein bisschen, das habe ich einfach übersetzt aus dem Englischen, da sagt man das so schön, Butterfingers. Ah, okay. So, ist es mal dahin. Ja, vielleicht habe ich das wieder dahin. Nicht. Nee, das habe ich wieder nicht gut aufgestellt. Gehst du dahin. Und du gehst noch dahin. Stimmt, du hast die ganzen Unterstützer nicht an die Linie gestellt diesmal. Die sind da. Nee, gerade eben noch nicht, oder? Oh, die sind da genug. Sagen wir es mal so. Nee, nicht Knochen brechen. Auch wenn ich an dem jetzt nicht sonderlich hänge, weil den werde ich eh nicht übernehmen, aber... Mhm. Den da links, den Zombie darfst du gerne verprügeln. Auf den kannst du einknüppeln. Ach, schade. Du wolltest ihn gerne schieben, ne? Genau. Naja, das darf er jetzt auch, Stern. Du wolltest ihn gerne schieben. Ja, du hast ihn mir ja so angeboten. Ja, ich habe mir noch überlegt, aber... Ich stelle schon fest, die KI ist deutlich, deutlich schlechter als irgendein menschlicher Spieler, der ein bisschen die Regeln drauf hat. Das ist absolut korrekt. Und meine Übung beschränkt sich bisher auf KI. Selbst in der schweren KI ist deutlich, deutlich schlechter als ein Mensch, der ein bisschen Ahnung hat. Okay, dann... Your turn. Ja... Your turn ist eine ziemlich passende Aussage. Schade. Nope. Nope, nope, don't do this. Don't do this. Was soll ich mit dem machen? Nee, das ist ja alles doof. Alles kacke. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ich kann dann einen Zwei-Würfel-Wurf rausholen, aber das hat nicht funktioniert. Die haben alle viel zu viel Unterstützer. Muss ich jetzt mal den opfern. Das bringt aber keine Unterstützung, dass du ihn da ranstellst, ne? Doch, ich gebe nur Unterstützung weg von deinen. Ach so, ja, das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Wollte ich. Deswegen habe ich das getan. Für eine Unterstützung weniger sozusagen. Sozusagen Unterstützungsrabatt. Genau. Sozusagen. Geh mal weg. Nicht schubsen. Doch. Mach ich jetzt. Mach ich jetzt. Gemein. Tja, und da war er, der Zomboy. Boah,
bist aber auch begeistert, wenn es darum geht, weit zu laufen, oder? Muss jetzt gerade. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Ich komme so durch deine ganze Wand von Zwergen nicht hindurch. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Das klingt beinahe so, als ob wir fett wären. Nee, ist einfach nur viele. Ach. Ach, ist egal. Ah, nein! Ich klicke auch noch das Falsche, ich Vollidiot. Okay, dann ist der Reroll halt weg, sag ich. Ja, auch das wollte ich auch eigentlich gar nicht. Ach. Ich habe mir in meinem Kopf gedacht, nee, brauchst nicht Reroll, da ist es halt so und habe auf Reroll gedrückt und Brain aufkam. Doch, doch! Ja. Okay. Das wird mir bestimmt am Ende auf die Füße fallen, ich brauche den. Yep. Davon gehe ich auch ganz stark aus, dass du den brauchst. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier ein bisschen dicht machen. Bleib da stehen. Ich folge. Okay. Das war der erste Streich. Da brauche ich eigentlich noch Hilfe. Das ist nicht so gut. Ja, den muss ich jetzt sowieso aufstellen. Da ist nicht viel zu machen. Dann versuchen wir hier unser Glück. Ach so, den kannst du. Den hau den ruhig kaputt. Das ist fein. Okay, dann sage ich nicht nein. Ne? Den, also ehrlich. Hau ruhig drauf. Kannst auch noch faumeln, wenn du willst. Spring ruhig mal drauf. Ja, gerade nicht so. Also, aber da stehen doch zwei drumherum. Jetzt faul doch mal ein bisschen. Ja, aber gerade nicht so. Jetzt hab dich nicht so. Doch, doch. Du hast doch bestimmt irgendwie eine Bestechung. Nee, das habe ich nicht. Ach, Zwerge ohne Bestechung. Ist das schön. Ach, tackeln ist doch eine feine Sache. Aber ganz im Ernst, deine Rüstung 7 Typen sind stabiler als alles, was ich kenne. Ist auch nur einer, oder? Ach nee, es sind zwischen zwei auf dem Feld. Am Anfang war es nur einer. Okay, dann machen wir das da. Nee, nicht schieben. Doch. Nein. Ups. Ja, das macht die Sache jetzt hier echt spannend. Wieso? Naja, der Typ ist es halt hier richtig geil im Weg, ne? Was? Ich hab mal jemanden, der im Weg steht. Der muss weg! Nee, jetzt lass den doch. Jawohl. Wenigstens das. Ach Mann. Ach Mann. Nee, doch jetzt nicht auf Kontakt mit Zwergen schieben. Doch. Nein. Die knuddeln immer so viel. Damit kann er nicht umgehen. Das sind Dinge, die getan werden müssen. Kevin Krumm kann mit Liebe nicht umgehen. Okay. Und Körpergeruch. Körpergeruch hat auch ein Problem. Bloß kein Skal. Ja, das ist okay. Ach, damit. Sag mal, wie tough sind die denn? Das finde ich gerade überaus verstörend. Na gut, dann halt nicht. Dann haben wir alles getan, was möglich ist. Puh. Da liegen plötzlich mehr Untote, als ich erwartet hatte, als ich diese Runde anfing. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Mhm. Ja, supi. Die gehen alle auf Kuschelkurs. Ja, die unterstützen sich ja alle. Das ist eigentlich das Problem. Das ist genau der Plan ursprünglich gewesen. Geh mal weg, ey. Oh nein, nicht er! Ja, da liegt er mal wieder. Der arme Hut.
Du hast aber auch einen Spaß im Ausweichen. Immer noch. Es geht ja nicht anders bei dir. Ja, ich weiß. Man muss da halt auch mal dieses Risiko eingehen. Mhm. Komm bis dahin. Ohne den Ball abzugeben. Das hört sich doch fast nach einem sinnvollen Plan an. Fast. Leider nur. Ich hoffe mal, dass du merkst, dass das ganz schrecklich war. Ach, dann wird schon. Ach, never mind. Da kommt gleich schon beim ersten Ding die 1. Never mind. Oh, der Ball liegt aber nice. Ja, in Reichweite von dir, ne? Genau, jetzt muss ich bloß daraus irgendwas Sinnvolles tun. Fangen wir doch mal da hinten an. Das sind doch mal schöne Dinge. Dann legt der sich doch schon mal gleich mal ein bisschen hin. Der gute Glöckner von Notre Dame, der Gerd. Ja, bei mir heißt der Glöckner von Notre Dame Gerd. So, ist das voll gut, wenn der sich auch hinlegt, genau. Es ist aber auch ein unangenehmes Würfelverhalten hier. Naffe, ich möchte reklamieren. So war das nicht ausgemacht. So, jetzt steht der schon mal genau da, wo ich ihn haben will. Was machen wir denn jetzt mit dem Rest? Naffe, ich möchte reklamieren. Nimmt Naffe überhaupt Reklamationen entgegen? Das ist mir egal. Der hat auf jeden Fall eine Reklamations-E-Mail-Adresse. Da werde ich dann direkt nach hinschreiben. Mit dem Replay. Was dann damit passiert, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich kriegt man so eine E-Mail wie, wir haben es erhalten, wir kümmern uns darum. Und nie passiert irgendwas. Oder es ist uns egal. Ich habe die Reklamation erhalten, hiermit hast du noch mehr Pech. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass genau sowas passiert. Ja, ich bin jetzt der Meinung, dass ich ihn jetzt mal da knüppeln lasse. Er hat doch nur 4 Stärke, ey. Oh, das ist bitter. Das machen wir dann so und so und folgen. Nö, der darf ruhig ein wenig verspringen. So, dann haben wir jetzt hier die realistische Chance. Den Ball aufzuheben? Nein. Zwerge die Balle aufheben? Unwahrscheinlich. Wo 2 Tackle-Zones auf dem Ball sind? Das kann doch nicht mehr sein. Das naja, habe ich alles schon gesehen und gemacht. Das kann ich dir auf jeden Fall versichern. Tja, ich riskiere es. Noch nur ein Schieber bisher. Nochmal auf den Ball. Ja, logisch. Ui, ja, schon, da ist die Tagger so nicht, ne? Und kriegst sogar noch den Knockdown danach. Ach, dammit. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Das ist genau das, was ich wollte. Dinge, die ich mir zum Geburtstag wünsche. Genau das. Ja, bis jetzt habe ich so das Gefühl, egal was ich mir denke, was ich wollte, es passiert nicht. Na, es ist hilfreich, wenn man so einigermaßen weiß, was passieren kann. Ich weiß ungefähr, was passieren kann, aber... Tja. Das ist jetzt der große Plan. Eine Tackle Zone ist zumindest noch drauf. Och, dammit. Aber oh, das nicht. Ach, Mann. Kalle Knochenmark. Das wäre besser gegangen. Wie weit der laufen kann für einen Zwerg? Von wegen, die Zwerge können die gut laufen. Naja, der hat ein Speed-Level-Up. Der hat trainiert, weißt du, der hat Waden. Der hat nicht nur Füße, sagst du? Die meisten, ja genau, die meisten Zeuge haben ja keine Waden. Der hat welche. Thank you.
Laufen wir doch mal hinterher. Und trotzdem ist dieser Zombie überraschend schnell. Versuchen wir es. Es riecht nach Hund hinter mir. Nach umgewaschenem Hund. Auweia. Ein Rüstungsbruch wieder mit den Krallen, ja. Ja, ein Rüstungsbruch. Wenn die Krallen im Spiel sind, zucke ich immer zusammen, grundsätzlich. Wo wir gerade bei großen Problemen sind. Ach, dammit, da war noch ausweichend, das habe ich nicht gesehen. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Den habe ich einfach ignoriert, neben meinem Großen, der da davor stand. Aber damit hast du mir so ein bisschen das Leben erleichtert. Ja, ich wollte eigentlich da noch rumlaufen, um da links ein bisschen abzusperren, aber das hat nicht funktioniert. Okay, dann hauen wir mal den da nochmal, weil das können wir so gut. Nein, das kannst du gar nicht, du triffst ihn doch kaum. Du schubst ihn immer nur rum. So, das ist so ein richtiger Bulli. Ja, ja, das ist normal bei uns Zwergen, das gehört sich so. Ja, vom Schulhof habt ihr auch mal bestimmt die Gule rumgeschubst, ne? Ja, ja, natürlich. Das ist Volkssport bei uns. Tradition. Weh, du kritisierst unsere Tradition. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich den hier wegbekomme. Ich bin ja, ja. Kriegst du. Brauch nur ein Zwerg mehr. Gut. Dann muss ich den da noch operativ entfernen. Das geht auch. Das Leben wird immer schöner. Und auf einmal war da ein Weg. Und er sah ihn und hatte vor, ihn zu nutzen. Dumdi, 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 dumdi. So. Dann wollte er sich hier noch so ein bisschen in selbigen stellen. Aber der Weg war zu weit. Aber man könnte... Ja, im Grunde ist es egal, wie ich es mache. Ist ja nur im Weg rumliegen. Ja, im Weg rumliegen würde mir nicht helfen. Aber du liegst im Weg rum. Ja, okay. Das ist traurig. Das war jetzt richtig schlecht für mich. Aber Nuffle hat anscheinend meine Beschwerde entgegengenommen. Müssen wir jetzt mal festhalten. Nuffle hat nur bemerkt, dass ich ein Abo auf Doppel-Einser habe. Oh Gott, ich will nicht mit dem Zombie dahin sprinten. Und da liegt schon wieder ein Zwerg. So, wir machen das jetzt. Ich glaube, da ist die beste Option. Aber es hilft mir nicht wirklich. Den Schlag von diesen Verfluchten habe ich noch nie kapiert, wenn sie stehen bleiben. Das sieht ja so aus, als ob sie jemanden quasi zu sich herziehen, aber dann fliegst du weg. Ja, was? Das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht mal, wie man schlägt. Und es klappt trotzdem. Verflucht noch eins. Ja gut, den kriege ich glaube ich nicht mehr gehalten. Nicht mit dem. Oder mit sonst niemand. Doch, mit dem. Oh no. Kriege ich zumindest noch gehalten. Ob mir das noch irgendwas bringt, sei mal dahingestellt. Schubst du Rittes schon wieder am Berg. Hast du deinem Wolf aber auch so richtig schön alles in den Weg gestellt, ne?
Ja, ich hatte generell keine gute Option, dort mittendrin durchzukommen und außenrum ist halt zu viel Weg. Das ist wohl wahr. Au. Leider Gottes. Ist das so ein bisschen das Problem? Halten wir fest. Ich finde das nicht gut. Wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Ui, das war schön. Den reroll ich mal noch nicht. Oh, der ist sogar K.O. Dann bereut man es genau. So viel zu Nuffel und er hat meine Beschwerde gegengenommen. Der Nuffel sitzt jetzt irgendwo so in dem Eck und lacht. Ja, ja, so. Ich helfe ihm. Schenkelklopf, ne? Er denkt, ich helfe ihm, der Vollidiot. So, okay, jetzt erstmal so diese Halbzeitversage hier aufstellen. Ach, ja. Wenn der blocken hätte, wäre der so viel nützlicher. Ich anstatt weiß, Regen. Genau deswegen hat er es nicht. Das ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Deswegen hat er es nicht. Hat er noch Ringen? Ist schon so halb nützlich. Ist ein halber Block. Stehst da auf. Du gehst dahin. Wie machen wir das jetzt hier? Halten wir mal fest, dass ich in diesem Zusammenhang mit der Gesamtsituation unzufrieden bin. Du musst nicht zum Ball gehen. Bleib einfach ein bisschen in deiner Hälfte. Finde ich okay. Ja, das ist so ein bisschen blödes, ne? Nom, 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 nom. Was tun? Was ist, wenn ich jetzt den hier einfach zimmern würde? Das wäre eine realistische Chance. Im Grunde ist es völlig egal. Ich muss de facto eigentlich nur dafür sorgen, dass das hier nicht zu einer Katastrophe wird. Ja, eine Katastrophe wird es nicht mehr. Ist nur die Frage, wie viel meine Blechbüchsen noch einstecken können. Ne, die Frage ist halt auch, wie groß meine Risikobereitschaft jetzt hier ist mit dem One-Dice. Aber die Wahrscheinlichkeit, jetzt den Ball in der nächsten Runde zu verlieren, ist gigantisch. Findest du? Ja, ist, wenn ich es nicht tue, was ich vorhabe. Okay. Egal, was ich tue, es bleibt sowieso Mäusekacke. Ja, Mäusekacke tritt sich besser fest als Ratenkacke oder so, bestimmt. Das finde ich gut. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht nur so halb gut. Okay, trifft's vielleicht. Mein Leben ist schlimm und gemein. Ach, dammit. Warum musst du Tackle haben? Hast du gar nicht auf dem, oder? Nö. Aber du kannst laufen dadurch, ne? Weil aber mir reicht das, um da hinzukommen. Ach komm, bitte jetzt keine 1. Yes! Ach, dammit. Okay, damit habe ich's im Sack. Oh. Das wirkt. Ja, erst ab jetzt ist es safe, weil das bei deinen kleinen Jungs hätte es auch mit dem Ballverlust jetzt ganz, ganz schnell noch ein 1-1 geben können. Okay, das ist mein Werwürfchen zumindest, der sich K.O. geschlagen hat beim Hinfallen. Also, ich kenne das. Das ist mir früher auch regelmäßig passiert. Der steht auch wieder auf. Ja, ja, ich hab's schon durchgeskippt. Ich skippe das nie durch, ich lasse das laufen. Für die Dramatik. Ja, das ist, man handelt jeder anders. Gestern wurde es viel geskippt, glaube ich, deswegen habe ich jetzt. Gab es genügend Skip-Gründe oder wie? Nee, das war nur, mir wurde schon das Ergebnis des Münzwurfs zum Beispiel gesagt, bevor ich die Teams komplett gesehen hatte. Ach so, okay. Ja, ich weise immer darauf hin, ich möchte das nicht wissen, wenn es die Leute dann mir sagen. Weil das würde mir die Spannung nehmen. Und die gehört ja auch irgendwo dazu. Du hast übrigens jetzt hier für den Angriff. Achso, Entschuldigung, ich dachte irgendwie, du bist noch dran. Nö, also ich habe schon. Meine Standardaufstellung ändert sich jetzt hier erstmal nicht.
minimale Umstellung, mal sehen, dass er irgendwas bringt. Wetterwechselfreundlich, also es wird von freundlich zu freundlich gewechselt. Oh lol. Das ist aber auch. Wow. Wow. Also ich habe genau auf die Mitte gezielt. Ja, ja, das. Es gibt nicht so viele Gründe, woanders hinzuziehen bei den Absprüngen, Wahrscheinlichkeiten, aber. Wow. Es gibt nur eine. Es gibt nur zwei Stellen, die beschissener sind, und zwar die Eckpunkte. Ich habe halt ein bisschen Zeitmangel, das ist so das Problem. Ja, das ist richtig. Du musst jetzt in drei Turns irgendwie den Ball von ganz da hinten nach ganz da vorne bringen. Und das Ganze jetzt auch noch ohne Rerolls. Ja. Das ist dann wohl so. Jetzt hast du sie kreuz und quer durcheinander gemischt. Ich weiß nicht mehr, welcher ist. Es war vielleicht ein bisschen Ziel des Ganzen. Könnte man so sagen. Komm schon, keine Butterfinger. Butterfinger. Na gut. Ja, so viel dazu. Ich komme nicht von der Linie hinweg. Wenn der wenigstens ausgefallen wäre, irgendwo wäre er da vorne. Wenigstens irgendwie weiter nach vorne. So, dala. Dann haben wir das jetzt schon mal gemacht. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie ich jetzt noch weiter vorgehen will. Da ist noch mal so ein Zombie links. Was mache ich denn da? Komm. Volle Gönnung. Die Wand des Todes. Dann stellen wir mal, wie weit kommt der? Der kommt bis da. Ja, das finde ich gut. Das heißt, wir stellen dich dahin. Dich stellen wir auf. Du bleibst da einfach mal. Wie viele Punkte hat der? Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er noch einen XP-Leveler braucht, ist einfach so viel größer. Do your thing. Ja, stopp. Es gibt keine Verletzung. Nein, nein. Sag ich doch. Oh. Gibt keine Verletzung. Was? Du hast es einfach prophezeit. Den verletzt du nicht, das ist der Einzelgänger. Wenn du jemanden verletzt, dann nicht den. So, ne, wir stellen dich dahin. Und dich dahin. Und der Rest bleibt so. Ich könnte, in der Theorie, könnte man da außen rumlaufen. Ist aber eine relativ risikobehaftete Theorie. Nennen wir es eine Hypothese, das klingt glaubwürdiger. Aber dazu brauchen wir erstmal den Ball. Vorher brauche ich eigentlich mit nichts anfangen. Wahnsinn. Okay. Haben wir das schon mal geschafft. Da sind so viele Unterstützer dabei. Das ist halt einfach nicht machbar. Das ist natürlich entsprechend aufgestellt. Klar. Sag mal so, meine Erfahrung mit zum Ball gehen hat sich ja jetzt doch geändert, deine Einstellung dazu nach der einen Aktion. Ja, ist nicht so positiv, sagen wir mal so. Aber ich hätte an deiner Stelle noch versucht, den Ball abzugeben, weil sonst kriegst du den Ball ja nie jetzt in zwei Turns davor. Du hast ja nur noch einen. Stimmt. Gut. Und damit ist die Touchdown-Nummer durch. Ja, ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wie ich mit den nicht gegen die Zwerge, sondern mit den Nekromanten gut an Punkte komme, um zu leveln. Und bis jetzt wurde ich immer hart verprügelt.
Ja, du musst halt drauf bauen, dass die Wölfe irgendwann mal das Level Up für den Rock bekommen und ab dann wird das Leben so viel cooler. Als zweites bekommen die dann Knochenbrecher und dann werden die richtig tödlich. Weil Knochenbrecher und Klauen ist halt echt mies. Und wenn du dann noch richtig gut drauf bist, dann gibst du ihn noch zerquetschen. Dann noch abrollen und ups, dann hast du eigentlich alles getan, was du mit ihm tun kannst. This is going to be decisive. Und da geht Pastor Pindy zu Boden. Ah, das war, glaube ich, nicht der gute. Kein smarter Move. Hui. Hätte ich doch folgen sollen. Das hätte ich nicht so auf dem Schirm, dass das so notwendig ist. Hier in der Mitte brauche ich nichts versuchen gegen irgendjemanden. Entsprechenderweise. Ich weiß noch nicht. Vielleicht stelle ich einfach mal hier so mit hin. Bisschen abdecken des Balls. Mit dem Flächen. Okay, jetzt probieren wir mal das da. Ja, also. Jetzt hast du ihn dann doch mal K.O. gehauen. Das Wahnsinn. Der hat einfach gedacht, dieser Gong, das ist schon der Apfel, weißt du? Hat sich hingelegt. Exactly. Aufs Grasbettchen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass bei denen das Schubsen irgendwie das Standardprogramm ist. Ja, die lassen sich gerne schubsen, das ist korrekt. Oh Gott. Alter Falter. Das ist das am wenigsten Schlimme mit der Geschicklichkeit. Aber das kenne ich und das regeneriert man dann ausgerechnet natürlich nicht. Ja, ich meine, Geschicklichkeit ist nicht ganz so schlimm, aber ich dachte mir so, bevor ich Igo gar nicht einsetze, ich hoffe einfach nicht, dass es noch ein hart verletzt wird. Ja. Alter. Jetzt gehen sie plötzlich drauf, ey. Ja, die haben alle gedacht, das ist schon der Abpfiff-Gong. Den Eindruck habe ich inzwischen auch. Ja, so wird natürlich nichts mit, von wegen wir halten da irgendwie dort vorne irgendwas. Oh, schade. Wenigstens das jetzt noch. Ich hatte vor, noch den Ball zu erobern. Denn zumindest in der Theorie waren 3-0 möglich, jetzt nicht mehr. Oder wenn wir die Leute hier und hier hinbringen. Ja. Dann machen wir noch ein bisschen was wie Starspielerpunkte, glaube ich, oder versuchen besser gesagt. Genau. Komm schon, pass. Genau das Richtige. Never mind. Never ever mind. So, ja, jetzt bin ich einfach nicht weit genug vorne, um nochmal was zu tun. Das heißt, wir gucken auch nochmal. Ich hätte ja auch anders gespielt, ne, wenn du weit genug vorne gewesen wärst. Ja. Okay. Mal überlegen. Was kann denn noch Aua machen? Nee. Einfach nicht. Nicht tun. Wie wär's? Doch, doch. Das muss einfach. Nee. Aber ich habe mal eine Frage. Ja. Wo ist eigentlich die Rüstung der Zwerge? So richtig dicke Rüstung haben. Okay. Das ist der Bart und der Bauch. Ja, okay, der Bart zählt als Rüstung. Das ist verständlich. Wow. Das ist verständlich. Wenn ich jetzt auf diesen Zombo. Ja, der Zombo ist die größte Chance, hier nochmal ein bisschen Aua zu machen. Sicher? Jo. Der Rüstungswert von Ghoul ist niedriger. Ja, aber das Ausweichen. Wow. Das hier verhindert. Gut, aber eine K.O. bringt ja auch nicht, oder? Von Punkten. Weiß, ja, es war eine 9 und bei einer 10 hätte es eine Aua gegeben. Ach. Jetzt probieren wir nochmal crazy shit. Ich sag's. Ball aufnehmen und zuwerfen. Genau. Ah, nimmst den Fänger dazu natürlich, ja klar. Nee. Moment, ist das nicht der Fänger? Also, Devil, zeig, was du kannst. Nee, Anstoßrückgabe. Ich glaube an dich. Nee. Nope. Nochmal Butterfinger. Also so richtig viel Meter hat der Ball in unserem Match nicht gemacht. Also, er hat immer so eine Richtung gekannt, ne? Ja.
Vielleicht kriege ich zumindest mal diesmal einen MVP, mit dem ich was anfangen kann. Das wäre nützlich. Oh ja, das glaube ich dir. Und ich kriege ein bisschen Geld. Stimmt, ich hatte letztes Mal auch noch eine 1 gewürfelt bei einer Ausbezahlung. So, Flex hat bei mir den MVP gemacht. Du hast 2 Rüstungsbrecher verursacht und ich 14. 2 ist tatsächlich sehr unterdurchschnittlich in jeglicher Hinsicht. Deine Wölfe haben es nicht geschafft, ins Spiel zu kommen. Das sieht man auch hier in den Tackles, ne? Ich habe das Tacklen total dominiert, mehr als doppelt so viele Tackles durchgeführt wie du. Was natürlich aber auch am Unterstützen liegt und natürlich auch daran, dass ich auch einen Spieler mit starke 4 hatte, den ich mit Unterstützen natürlich noch besser einsetzen konnte, als du deine Spieler. Unterstützen ist aber so mächtig. Mhm. Ja, 18% Ballbesitz, 62. Auch Ende. Und ich habe genau ein MVP bekommen, das ist keine Punkte in diesem Match. Sauber, ja. Naja. Aber es war immerhin der Sebastian Schnell, über den wir heute schon mal geredet haben. Ja, yeah. Aber ich glaube so. Nicht in einer positiven Version. Nee, da ging es irgendwie darum, dass der zu Boden ging. Ja. Yeah.